Der Februar zeigt sich in den nächsten Tagen teils von seiner tristen, teils von seiner freundlichen Seite. Dazu bleibt es in der Nordosthälfte zunächst noch frostig kalt, im Verlaufe des Wochenendes wird es überall milder. Ein Tief hat dann etwas Schnee und Regen im Gepäck. Der Donnerstag wird mit minus 4 Grad im Erzgebirge und plus 5 Grad in Karlsruhe der kälteste Tag der Woche. Insgesamt hat es die Sonne schwer, nur regional lockert die zähe Wolkendecke auf, wie zum Beispiel im westlichen Niedersachsen oder in Niederbayern. Am Freitag sieht es schon etwas freundlicher aus, die meisten Sonnenstunden gibt es in Südostbayern. Ganztägig trüb bleibt es wahrscheinlich vom Weserbergland bis nach Freiburg. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, in Vorpommern ist mit leichtem Dauerfrost zu rechnen. Am Wochenende zieht ein kleines Tief mit Schnee und Regen über Deutschland, Flocken rieseln vor allem von Berlin bis Hamburg. Am Sonntag und Montag kommt die Sonne dann wieder häufiger zum Zuge, dabei geht es mit den Temperaturen deutlich nach oben.